möchte zu zwei Dingen sprechen. Zum einen die Auswertung der Klausur, die am Wochenende stattgefunden hat, und zum zweiten zum Thema Rentenpolitik. Wir haben uns an dem Wochenende am Wannsee getroffen als Parteivorstand und haben in einer sehr solidarischen und lebendigen Form diskutiert. Schwerpunkt war natürlich die Aufstellung für die bevorstehenden Wahlkämpfe, Niedersachsen- und Bundestagswahlkampf. Wir hatten ja als Vorsitzende dazu ein Diskussionsangebot unterbreitet. Das ist manchmal medial als Koalitionsangebot interpretiert worden, aber auch der Parteivorstand hat es ganz bewusst als Diskussionsangebot an die Partei verstanden und diskutiert. Und es gab dort einige kritische Nachfragen, aber vor allen Dingen ganz, ganz viel Zustimmung. Und im Wesentlichen muss man sagen, ist, dass der von uns da vorgeschlagene Kurs bestätigt worden ist. Also wir haben gesagt, es gibt für uns Kernpunkte für einen Politikwechsel. Dazu gehört für uns eine armutsfeste Rente. Dazu gehört, dass wir das Hartz-IV-Sanktionssystem ersetzen durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die Einführung von Mindestlöhnen, die couragierte Besteuerung von Reichtum und eine friedliche Außenpolitik. Wir haben uns auch im Austausch klar darauf verständigt, dass wir im Wahlkampf es nicht zentral um Konstellationen geht, sondern dass wir einen eigenständigen Wahlkampf machen wollen, wo wir auf die zentralen eigenständigen Funktionen der Linken hinweisen. Das meint zum einen, dass wir natürlich ein Schutzfaktor sind gegen Sozialabbau, dass wir aber im Bereich Sozialpolitik auch für neue soziale Ideen stehen. Das heißt, dass wir als Linke, als Partei für das Öffentliche auftreten und als Partei des sozialökologischen Umbaus. Das bedeutet auch, dass wir die Kraft sind, die wirklich unabhängig ist von Konzernen und Lobbyisten. Und es bedeutet natürlich, einen eigenständigen Wahlkampf führen bedeutet das, was die Linke auch bisher ganz stark ausgemacht hat im Bundestag, nämlich dass sie die Kraft ist, die sich immer wieder für eine friedliche Außenpolitik einsetzt. Soweit zu unserer Debatte. Für Ihre Planung ist vielleicht nicht ganz uninteressant, dass wir uns verständigt haben über Ort und Zeit unseres nächsten Bundesparteitages. Der wird vom 14. bis 16. Juni in Dresden stattfinden. Es freut mich, dass ich Sie dann auch in meiner Heimatstadt begrüßen kann. Zum Thema Rentenpolitik. Da gibt es ja eine rege Debatte. Die SPD hat am Wochenende ein Konzept vorgelegt. Und man muss ganz klar sein, wenn man sich das anschaut, dieses Konzept, das SPD-Konzept zum Thema Rente liest sich eher wie ein Masterplan in die Große Koalition. Offensichtlich ist das Trio an der Spitze der SPD nicht in der Lage, sich von den Lebenslügen der Agenda 2010 zu verabschieden. Die wirklich notwendigen Rentenkürzungen, die ja unter Rot-Grün eingeführt wurden, die notwendig wären, zurückzunehmen, wie die Rentenkürzungen, die unter Rot-Grün eingeführt worden sind, werden in den Papieren keinster Weise angetastet. Dann hat die SPD das Thema Solidarrente ins Gespräch gebracht und hier muss man klar sagen, die Solidarrente ist nichts weiter als eine Zuschussrente light. Es werden Bedingungen an die Solidarrente geknüpft, die insbesondere für Frauen, Personen mit eher Frauenbiografien ganz schwer zu erfüllen sind. Bemerkenswert finde ich auch, dass in der SPD-Solidarrente es die Anforderungen gibt zur betriebsrentlichen Vorsorge. Und das in einer Zeit, wo man sagen muss, dass überall auf der Welt Pensionsfonds und Betriebsrenten wirklich in die Bredouille geraten. Das ist doch ein Spiel mit sehr unsicheren Komponenten, was hier die SPD vorbereitet. Jetzt deutet sich an, dass SPD und CDU bereits sich über einen Rentenkonsens verständigen wollen. Nach dem, was vorliegt bisher an Papieren und was man an Debatten, Wortmeldungen kennt, kann man nicht darauf hoffen, dass irgendein gefundener Konsens dem Problem Altersarmut, was tatsächlich ein großes Problem ist, in irgendeiner Weise gerecht wird. Also man hat eher das Gefühl, es wird nur an der Oberfläche geschrammt, was das anbelangt. Einen Rentenkonsens, bei dem die Linke mit am Tisch setzen würde, müsste folgende Kernpunkte erfüllen. Zum einen müsste die Rente erst ab 67 zurückgenommen werden. Es müssten die vorgenommenen Kürzungen der gesetzlichen Rentenversicherung zurückgenommen werden. Um die Dimension noch mal mit einer Zahl zu beleuchten, wenn man alle eingeführten Rentenkürzungen zusammenfasst, kann man sagen, dass eine Rente, die vorher 1.000 Euro wert ist, jetzt nur noch 750 Euro wert ist. Also diese Kürzungen müssten zurückgenommen werden. Und drittens gehört zu einem wichtigen Kernpunkt eines möglichen Rentenkonsens für uns die Einführung einer Mindestrente, die versichert, dass kein Rentner und keine Rentnerin im Alter in Armut leben muss. Ja, ohne Zweifel ist diese Woche das zentrale Thema, das zu erwartende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes.
Wie Sie wissen, gehört die Linke zu den Klägern. Wir sind unveränderter Auffassung, dass sowohl ESM als auch Fiskalpakt verfassungswidrig sind, weil auf Dauer Rechte der Parlamente eingeschränkt werden. Es werden Dinge in die Verträge geschrieben und zementiert, die durch keine gewählten Vertreter mehr rückgängig gemacht werden können. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass diese Vertragswerke eine völlige Unterordnung der Politik unter das Diktat der Finanzmärkte bedeutet. Und wir hoffen doch ganz stark auf einen Teilerfolg, mindestens auf einen Teilerfolg bei der anstehenden Klage. Und ein Teilerfolg könnte natürlich sein, dass kein Euro gewährt wird, ohne dass das die Parlamente verabschieden. Insofern versteht sich die Linke mit ihrer Klage als eine Hüterin der Demokratie. Es geht darum zu verhindern, dass durch diese Verträge die Demokratie in Deutschland und in ganz Europa ausgehöhlt wird. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass ohnehin der ökonomische Weg von ESM und Fiskalpakt falsch ist. Wir stehen vor der Alternative. Machen wir über den ESM mehr Schulden, drucken wir über die Politik der EZB immer mehr Geld oder verteilen wir Reichtum um? Werden in Europa die Reichen und Vermögenden zur Finanzierung der Krise herangezogen durch Vermögensteuer, durch europäische Abgabe für hohe Vermögen oder haften weiterhin die Rentner und Rentnerinnen, die Erwerbslosen und die Beschäftigten für eine verfehlte Politik? Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte die Situation, dass für die Schulden der Reichen die Armen bezahlen müssen. Das gab es in der Geschichte noch nie. In der Regel werden Schuldenerlasse und Schuldenbezahlungen in umgekehrter Richtung gemacht. Wir erleben, dass die Schulden der Reichen und die Schulden der Banken von den Rentnerinnen, Erwerbslosen und Beschäftigten bezahlt werden müssen. Das ist ein Skandal ohne Gleichen. Und wir setzen darauf, dass diese Politik gestoppt wird. Wir erleben gerade überall in Europa, dass sie gescheitert ist. Die Linke hat Vorschläge gemacht und hat Vorschläge zu machen, die auch durch die Wirklichkeit bestärkt werden. Wir sind unverändert der Meinung, dass die EZB Kredite nicht über den Umweg der Banken machen darf. Es ist völlig unverständlich, dass die Banken billiges Geld von der EZB bekommen, dass sie dann teuer an die Schuldenstaaten weiterverleihen. Und wir bleiben dabei, die EZB muss diese Kredite direkt geben oder eine entsprechend zu schaffende öffentliche Bank. Wir sind unveränderter Meinung, dass Reiche und Vermögende herangezogen werden müssen. Und wir sind unveränderter Meinung, dass die Ungleichgewichte in der Außenhandelsbilanz eine wesentliche Ursache sind und Deutschland unter seinen Verhältnissen lebt. Wir brauchen dringend Lohnsteigerungen in Deutschland. Deutschland muss im Rahmen seiner Verhältnisse leben. Das heißt, diese Außenhandelsüberschüsse abbauen und die Binnenmärkte stärken, sprich mehr Geld für die Erwerbstätigen, mehr Geld für die Rentner und mehr Geld für die Erwerbslosen. Das würde tatsächlich Europa helfen. Und wir brauchen drittens tatsächliche Wirtschaftshilfe. Es kann nicht unser Interesse sein, dass es unseren europäischen Nachbarn schlecht geht. Wenn ich jemand Geld leihe, dann muss ich ein großes Interesse daran haben, dass es ihm gut geht und nicht, dass es ihm schlecht geht, wenn er dieses Geld jemals zurückzahlen will. Das ist die Position der Linken und sie wird durch die Wirklichkeit Tag für Tag bestärkt. Herzlichen Dank. Herr Prossler ist schon mit. Wenn ich da eine Frage.